anderer Sport, andere Köder und andere Karpfen. Naja, nicht ganz andere, aber eben auch andere Karpfen als am zuletzt gezeigten. Ja, und auch mit der Köderkombi hier klappt das schon wieder ganz gut. Also raus hier mit den Brocken. Ich stehe hier schon ein bisschen länger, allerdings so halb AFK sozusagen. Na, das sieht auch gut aus. Das sieht doch wieder gut aus. Wenigstens mal wieder einen Seltener dabei. Sehr gut. Und ich teste eine neue Aromatik. Was heißt neu? Auch eine Aromatik, die natürlich am Bernsteinsee schon mal wieder da war. Aber ja, nach langer Zeit vielleicht mal wieder. Ne? Die hatte jetzt ein bisschen Pause. Und zuletzt im letzten Video, das mit der Muschel, ich verlinke es nochmal, das letzte Video, das klappt ja auch ganz gut. Und jetzt heißt es natürlich noch ein bisschen weiter rumtesten und probieren. Und dementsprechend bin ich jetzt gerade auf Amino aus. Und das hat ja auch schon mal ganz gut funktioniert. Erster Test war direkt hier an der Stelle nur auf 10 Meter Entfernung. War nicht ganz so gut. Also hat einfach gar nicht irgendwie reagiert. Dann war der raus jetzt gerade auf 15 Meter. Das kann man schon mal machen. Also da geht es schon langsam los. Allerdings auch hier vielleicht auch ein bisschen geschuldet der großen Haken natürlich und der großen Köder. Sehr geringe Frequenz. Nichtsdestotrotz ballerte ich auch hier gerade schon einen Spiegelkarpfen rein. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht. Und ja, jetzt heißt es eben abwarten und gucken, was passiert, was geht hier in der Nacht. Der Spot ist auch, oder sollte eigentlich auch recht bekannt sein, 132, wichtige Stelle. Das ist die Stelle, wo die ganzen Stippangler auch immer schön mit Maisbrei und Honigteig in Kombination hier im Nahbereich einfach immer angeln, weil das hier so gut funktioniert. Denn da oben an der Stelle haben wir hier so eine ganz kleine Nase, so einen ganz kleinen Zipfel. Und an diesem Zipfel kommt man eben direkt hier auch in diesen tiefen Bereich rein. Und das ist natürlich dann richtig, richtig gut. Jetzt gerade schon wieder gepiepst, das ist gut, gutes Zeichen. Ja, wie gerade schon gesagt, auf 15 Meter Entfernung jetzt hier scheint das ganz gut zu gehen. Zack, und der nächste. Gerade wie gesagt, die Trophy auch ziemlich schnell drinne gehabt hier. Aufgrund der Entfernung war das ratzfatz eingekurbelt. Das Ding hatte quasi kaum eine Chance, weiter abzuziehen. Also das war natürlich auch angenehm. Ich werfe noch mal ein bisschen Futter jetzt nach. So. Auf die 15 Meter geklippt. Und dann gucken wir noch mal eben kurz in die Setups rein. So, auch hier wieder deutlich übertrieben unterwegs. Hier mit 36 Kilo Vorfach 1,0er Haken. Also richtig schön groß für die großen Fische. Und eben hier mit 22er Pop-up Amino. Man kann noch größer reingehen, aber dann ist die Frequenz noch mehr im Keller. Du kannst hier gewaltig groß reingehen, selbst mit einem 4,0er Haken und mit einem 25er Boilie. Aber wie gesagt, dann geht die Frequenz drastisch in den Keller. Amino-Komplex eben auch als Dip. Zwischendrin hier eben einmal ozeanischer Krill. Das Ganze hier alles als Pop-up. Also so funktioniert das auch mit Pop-up. Hier habe ich klassische Haarmontage. Auch das liefert. Da ist es dann ein bisschen andersrum. Hier habe ich dann Krill drauf und Amino 22. Also auch das kann man so kombinieren. Und hier ist es dann nochmal mit dem Snowman Rig. 1,0er Haken, Amino, also einmal Pop-up, dem ozeanischen Krill und Amino sinkender Boilie. Also alle drei Montagearten funktionieren und liefern hier auch an der Stelle. Ja, und der Spiegelkarpfen als Trophy, der war sogar auf der klassischen Haarmontage. Also sinkende Boilies bzw. Pellet 18, Amino 22, das eben hier an der Stelle. Ja, ging auch ratzfatz, wie gerade schon gesagt, einfach ziemlich schnell rein. Der konnte gar nicht weit abhauen. Das war natürlich angenehm. Ansonsten ist die Stelle einfach bekannt für Masse. Wenn man hier reingeht und man hat vielleicht noch kein sehr schweres Setup, dann geht man einfach vielleicht mit einem mittelschweren, mit einem kleineren Setup hier rein und dann aber auch mit kleineren Ködern. Einserhaken, Viererhaken sogar. Relativ klein reingehen, kleine Köder, kleine Boilies, kleine Pellets, einfach die kleinsten Versionen davon wählen
und dann eben hier auch auf die 15 Meter auswerfen und dann versuchen, hier auf Masse zu gehen. Denn das klappt hier an der Stelle auch mal wieder gut. Auch immer wieder testen, hatte ich auch in verschiedensten Videos schon gezeigt. Immer hier mit Pop-up Maiskorn, also mit Kunstmais, immer wieder testen. Klappt auch hervorragend. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal hier in die Futtermische rein. Gerade mal schauen. Haben wir, ja, hier haben wir sie doch. Also, das ist die Futtermische, die ich zuletzt auch noch hatte. Es gibt auch noch Variationen mit einer anderen Basis vielleicht. Oder dass man hier den Amino vielleicht auch nochmal crusht. Also auch das könnte man natürlich machen. Jetzt hier in der Kombi klappt es eben auch ganz gut mit Mais, Amino, Amino. Das sind ja die Feedpellets, die man so normal kaufen kann. Schwarzer Krill hatte ich jetzt hier nochmal drin als Feedpellet und ozeanischer Krill crushed. Also 12er, die ganz kleinen Boilies geschreddert. Das klappt auch gut. Roter Krill auch nochmal als Dip. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Das hier wäre jetzt nochmal eine andere Variante, hatte ich auch schon in den Taschen. Also auf Rapsamenbasis hat auch sehr gut funktioniert. Dann wieder Amino, Amino, Krill und Krill ohne einen gecrushten Boilie. Geht also auch Aminosäure mit dazu, eben als Aroma nochmal zusätzlich. Und dann war es das. Also auch die Version hier als Futtermische durchaus eine Option. Hat in der Vergangenheit auch schon funktioniert. Kann man also so auch ganz gut verwenden. Ja, und dann heißt das natürlich auch hier wieder Spots testen. Wenn das hier jetzt konstant so low ist und so low bleibt, dann teste ich natürlich auch noch die anderen Stellen. Zum einen natürlich hier unten an diesem riesengroßen Baum, an diesem Druidenbaum, die Stelle, das wäre eine Option. Natürlich auch hier klassisch auf 83, wie in dem letzten Video. Auch das sind natürlich Optionen, einfach mal testen. Oder hier unten in dem Bereich, hier gibt es ja auch verschiedene Stellen, die funktionieren. Aber probieren, probieren. Und probieren und testen, wo was geht, ist halt wie immer das A und O. Und deswegen, ja, mein erster Test jetzt hier an der Stelle, damit man mal wieder einen anderen Spot sieht. Ja, so viel zu dem Spot. Ich glaube, es sind alle wichtigen Infos genannt. Rausjubeln hier, testen und probieren. Ob klein, ob groß, es sollte alles funktionieren. Je nachdem, wo man halt Bock drauf hat, will man eher auf Trophys gehen mit einer lohnenden Frequenz oder will man ein bisschen Cash und Prozente machen im Grundangeln. Ja, wir haben jetzt gleich 4 Uhr, genau. Das heißt, jetzt geht es gleich wieder los ab in die nächsten Morgenstunden und ich hoffe, dass es da auch gleich wieder den nächsten dicken Drill gibt. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.